Hallo zusammen, da sind wir wieder zurück bei Hogwarts Legacy. Jetzt benutzen wir hier diesen... können wir halt eigentlich nicht. Momentan gibt es nichts zu identifizieren. Genau. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Ja, werden wir ihn dann auch mit sowas benutzen können? Ich hatte es ja verkauft. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberanweisung nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Bekomme ich Ressourcen zurück, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. So, den müssen wir jetzt aber erstmal zuordnen. Oh, ich bin jetzt dafür, dass ich das hier irgendwie mal so sortiere. Ach, Quatsch. So, dann können wir uns das hier aussuchen, was wir haben wollen. Im Moment. Können wir halt nur die kleinen hinstellen, was aber erstmal reicht. Können wir noch die Farbe ändern, wenn wir wollten. Huch! Nee, hätte ich jetzt doch nicht. Hör auf! So ist gut. So. Den haben wir. Und auf der anderen Seite machen wir den Pflanztisch hin. Und da kann man dann auch einen größeren, da kann man gleich vier Pflanzen auf einmal anpflanzen. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. So, schaut, jetzt haben wir hier Dipdarm angepflanzt, braucht so um die 10 Minuten, um zu wachsen. Dick wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Können Sie mir mehr über Dick sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Dick hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen, glauben Sie mir. Kann ich solche Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Ich wende mich an Dick, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück! Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. So, wir können jetzt mal hier kurz auf den Getränkestation gucken. Was wir vielleicht brauchen könnten hier, das ist ganz sinnvoll. Auch nur ein paar Sekunden.
Und schon kommen auch neue Nachrichten rein, weil wir ja diese eine Hauptquest beendet haben. Ach na, einer geht noch, oder? Einen Trank können wir hier noch. Ne, können wir nicht. Schade. Da fehlen mir Dipdarmblätter und der wächst auf der anderen Seite. Gut. Schauen wir mal rein, was wir jetzt noch für Aufträge haben. Wir wissen ja von dem Auftrag hier mit dem Fokustrank Maxima und Eduros. Und wir gehen jetzt erstmal zur Kartenkammer. Und treffen dort unseren Professor Fig. Ich möchte Ihnen Wingardium Lib. Jetzt habe ich sie unterbrochen. Wingardium Leviosa ist natürlich auch ein sehr praktischer Zauber, um Dinge in der Luft zu heben und zu bewegen. Manche Zauber lernen wir halt so nebenbei, so wie eben mit der Beschwörung, und andere, die müssen wir eben, können wir erst als Belohnung erhalten, wenn wir irgendwelche Aufgaben erfüllen, wie hier bei Depulso. Natürlich setzt die Frage, ob wir jetzt wieder warten müssen oder ob er schon da ist. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie... Es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ihr Freund Mr. Ollivander schickte mir eine Eule und bat um Hilfe bei der Suche nach einem Zauberstab, der ihm gestohlen wurde. Hat er das, ja? Also ging ich zur Eulerei, wie er wollte. Und da standen all diese Statuen. Was meinen Sie mit Statuen in der Eulerei? Ja, das hat mich zu dem Geheimversteck mit Richard Jackdaws Geist geführt. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin... Und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten. Ja, und weil Jackdaw der Karte bereits gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Und das war die ganze Zeit hier unten.
sieht vielversprechend aus. Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Das nur sehen könntest. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Und das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junge Freundin, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja. Ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der 4 Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Sie und Ihr Freund Charles sprachen vom Portschlüssel und von Ihren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Ganz genau. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt... Der Weg von den Ruinen zu Gringotts? Das Gewölbe? Die verbotene Abteilung? Die Suche nach dem Raum? Das alles war keine Prüfung? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass Sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn... Vertrauen Sie, Professor Fig? Tue ich. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Wollen wir nachsehen? Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Er kommt mir bekannt vor. Vielleicht ist dieser Jungspund ja weiter gereist, als Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade.
Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Okay. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt schon drin steht. Nee, deshalb werden wir uns erstmal die Aufgabe hier von Professor Garlic holen. Kann auch sein, dass sie jetzt woanders steht und gar nicht im Gewächshaus. Das war jetzt einfach mein erster Tipp. Wurde gerade noch nicht angezeigt. Wahrscheinlich, weil ich noch in der Kartenkammer war. Aber ist ja nicht schlimm. Man hätte jetzt auch natürlich laufen können, aber ach nö. Jetzt zappen wir uns dahin. Was haben Sie jetzt vor? Zeigt das in Galatius, den Erstarrungszaum. Ich hab's doch aktiviert eigentlich. Und wird's mir nicht angezeigt. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Ach, ich verstehe. Na klar. Wir müssen erst die Aufgabe erledigen. Die kann ich mir ja immer durchlesen. Ich markiere das die ganze Zeit und lese mir das gar nicht durch. Beschaffe und teste eine Venemosa Tentacula. Beschaffe und teste eine Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Okay, Pflanzen können wir ja in Hogsmeade kaufen. Da werden wir uns jetzt mal erstmal hinseppen, ganz schnell. Und dann rennen wir da zum Pflanzenhändler und holen uns die. Natürlich auch gucken, ob die irgendwo wachsen. Aber Raunen habe ich jetzt nicht irgendwo wachsen sehen. Und die andere, da war mir so, als ob ich eine aufgehoben hätte. So, da müssen wir hin. Na, da fliegt ja was. Dafür renne ich hier auch gerne mal querfeldein. Komm jetzt doch rüber. Geht nicht. Nando! Manchmal denke ich auch, dass hier diese Eulen dann jetzt so eine Seite sind, aber... Die bewegen sich ja dann doch ein bisschen anders noch. Wie gesagt, diese Handbuchseiten immer schön einsammeln. Die brauchen wir zum Schluss in einer bestimmten Anzahl. Sonst kann man die Abschlussprüfung nicht machen. Ich muss erst alle einsammeln. So, und da sieht auch schon... Habe ich auch schon eine gesehen. So. Hier wäre nochmal so ein Rätsel mit so einer Motte. Sie haben es hausdick hinter den Ohren. Wie sie die ganzen Kobolde verjagt haben. Ich darf doch, oder? So ein kleines Kind. Hallo. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Ach ja, Beatrice Green der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Alraunen nicht an. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flüche und, nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Alraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Hier ist jemand gestorben? Ja, ein Glück, dass es nur einer war. Nun denn, wie kann ich Ihnen helfen? Ich sehe mich einfach nur um. Na gut, sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Ja, das hat sie doch gerade erzählt. Na dann,
Schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Ihre Sachen sind bei mir sicher, bis sie verkauft werden. Dann müssen sie so sich mit Geld begnügen. Eine Alraune. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch da fehlt mir Geld. Sie werden es noch weit bringen. Das bringt dann auch nicht viel, ne? Das sind dann nur 120 und kostet 600. Also wir müssen irgendwie erst Geld bekommen. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Juhu, da haben wir schon 500, das ist toll. Dann müssen wir halt doch die beiden Sachen verkaufen. Ich will jetzt nicht länger warten. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Zu weit geklickt gerade. So, dann gehen wir mal raus. Und dann gucken wir jetzt mal, wo jetzt Professor Garlic ist. Ach, wir sollen sie noch testen, okay. Ach ja, so, was sollen wir bei ihr machen? Lasse Ballons über dem Bahnhof von Hogsmeade platzen. Ja, das können wir ja noch machen, das ist ja ganz witzig. Reparo. Ach nee, ach. Erstmal muss ich hier raus aus Hogsmeade, fällt mir ein. Hier ist ja Flugverbot. Ja, flug doch eine Seite durch. Na, falsch, falsch, falsch. Komm her. So, jetzt haben wir die beiden. Da war doch auch gerade. Eine Handbuchseite. Revelio. Nee, oder auch nicht. Hab die gerade aufblitzen sehen. Wir können uns auf jeden Fall hier so ein bisschen umschauen. Okay, da fehlt mir der Zauber. Hier wieder aus. Jetzt gibt es keine Süßigkeiten. Und schon wieder fliegt da eine Seite rum. Accio. Hm, was ist denn? Revelio. Da. Accio. Da ist nochmal so ein Ding. Wie schon Revelio mehrfach erwähnt, man kann sich hier ganz schön vertun, wenn man nicht strikt seinem Ziel folgt. Fällt einem da eine Nebenquest auf? Hallo, Gespenst. Oder hier eine Handbuchseite, die man mitnehmen kann. Irgendwelche Schätze. Ja, was auch immer. Alles Mögliche halt. Und schon verbringt man da mehr Zeit damit, als sich der eigentlichen Aufgabe, die man lösen wollte, zu widmen. Oh, jetzt kann ich, glaube ich, fliegen. Genau. So, und da haben wir schon den ersten Ballon. Müssen wir einfach nur durchfliegen. Puff. Da ist einer noch. Einer fehlt noch. Und hat der sich versteckt? Da. Ja, das passiert mir dann auch immer mal wieder. Ich bin auch vorbeigeschrammt und dann kann man auch nicht einfach. Dann ist es wirklich am besten erstmal. Voilà.
sich wieder zu fangen. Ach Mensch, jetzt aber. Komm, jetzt halt mal kurz an hier. Ja, jetzt haben wir's. Gehen wir zum Quidditch-Feld. Und dann machen wir das gleiche Spiel nochmal. Ich möchte jetzt einfach, bevor wir diese andere Aufgabe angehen, so viel Zauber wie möglich sammeln. Das kann nur gut sein. Kann uns dann nur helfen. So wie wir es auch schon bei Merlins Aufgaben gesehen hatten, wenn dann ein Zauber fehlt, kann man manches nicht ausführen. Das ist halt dann schade. Und uns fehlen noch zwei da unten. Und Nummer eins. Geht noch bis hier. Na, wo ist denn der Ballon? Aber doofe Sicht. Macht es ja nicht gerade leicht. Da ist die Peitschenweide übrigens. Was ihr jetzt ausholt, wenn ich an der vorbeifliege. Na, machst du was? Nee, machst du nicht. Wo ist dieser Ballon? Ach, Wetter, erkläre doch mal auf. Ich wollte den doch jetzt noch mitnehmen, den Ballon. Da ist er. Klasse. So, jetzt ab zu Professor oder Madame Kogawa. Geht hier so ein kleines, bescheidenes Einzelzimmer irgendwo am... Huch! Das war im Gebüsch gelandet. Auch hier kommt sie mit den Aufgaben zurecht. Ein Brief einfach geklaut. Wunderbare Neuigkeiten, dass sie dem Lehrkörper von Hogwarts als unsere neue Fluglehrerin beitreten werden. Ich wage zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger ereignisreich sein wird als unsere Zeit am Hafen von Yokohama. Aber man weiß ja nie. Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie bitte nicht mehr, eine Eule zu schicken. Herzliche Grüße, Mathilda Weasley. Noch ein Brief. Liebe Madame Kogawa, ich schreibe Ihnen wegen Professor Blacks Entscheidung, das Quidditch-Hauspokalturnier abzusagen. Wie Sie wissen, ist es mein größter Traum, einem professionellen Quidditch-Team beizutreten und ich fürchte, dass dieser Traum nun zerplatzt oder wenigstens in weite Ferne rückt. Professor Weasley besteht darauf, dass wir dem Schulleiter gehorchen und hat mich ermutigt, alleine zu trainieren. Ich habe zwar einige herausfordernde Übungen für mich entwickelt, aber nichts davon ist mit dem Training auf dem Feld zu vergleichen. Einfach nichts. Ich bitte Sie inständig, könnten Sie nicht mit dem Schulleiter oder mit Professor Weasley sprechen. Es wird mich mein ganzes Leben verfolgen, wenn ich das ganze Jahr nicht vernünftig Quidditch spielen kann. Ich danke Ihnen, Imelda Reyes. Ja, die ist so ein bisschen anmaßend. Ne? Da bräuchten wir erstmal. Madame Kogawa? Ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Achten.
warten Sie auf Ihren Zauberstab. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Okay, dann machen wir das und packen den jetzt erstmal. Ich werde jetzt mal sowas wie Reparo hier reinstecken und dann packen wir den da rein. Schnell. Und eingefroren. Und an dieser Stelle, bevor uns das Bild einfriert, sage ich tschüss und wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.